Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 1 im Koop Let's Play mit dem guten Tyron. Hallöle. Der auch wieder am Steuer ist. Er darf jetzt die komplette Schulsequenz spielen. Viel Spaß. Danke. Hier lang. Freu mich schon. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was? Die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Das ist ganz schön große Katzenklappe. Okay, Bill. Noch mehr von diesen Klickerdingern. Könnte man schon fast eher sagen, das ist auf den Hund gedacht. So groß wie das Teil ist. Wir haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Oh, hab ich Bock. Ah, sind auch noch gleich zwei Stück, die hier stehen. Ja, und drinnen sind, glaube ich, auch noch mal drei Stück. Alter, der kommt. Ich hab das gar nicht mehr im Kopf. Liegt das am Schwierigkeitsgrad, dass nur noch Klicker kommen, oder? Das ist normal. Alter. Aber du kannst dich hier eigentlich größtenteils durchsneaken. Das denke ich mir nämlich gerade, weil die da so. Ich würde mal auf stehen. Den Bogen wechseln. So auf K rumstehen, deswegen denke ich mir das fast. Kannst du eigentlich drinnen relativ gut looten und weitergehen. Ja, dieses Geräusch, was die auch machen. Ja, wie sie nach Luft schnappen. Alter, ich tu meinen Linkstick schon so vorsichtig berühren, Digga, dass er manchmal auf stehen bleibt. Die Gitarre sollte ich vielleicht nicht anfassen. Oder das Ding da, das Klavier. Einer drin. Oh ja, ich glaube, bei dem rechts drin ist, glaube ich, sogar Schrotflintenmunition am Boden. Falls was dort gespawnt ist, das ist ja. Ja. Ja, ja. Ja, den kannst du mit dem Bogen ausschalten. Ja, stimmt, der Bogen ist ja lautlos. Also, R2 gedrückt halten, oder? Genau, gedrückt halten, bis er komplett durchgespannt ist. Jetzt. Oh, er ist sogar heil, er ist sehr gut. Ja, ich habe ein Talent für Bogenschießen. Weißt du doch bestimmt noch. Es gab auch jemanden, der hat sich damals den Daumen um die Sehne rumgewickelt beim Bogen irgendwie. Wo wir bis heute nicht, weil niemand weiß, wie das überhaupt möglich ist. Okay, das geht mehr ist es nicht. Dann. Ja, ich wollte gerade sagen, oben geht's nicht, also verpiss ich mich jetzt. Ja. Ah, hier links ist noch was. Noch. Okay, los, hoch jetzt. Aufs Wohnmobil und rüber. Los, 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 los. Ja, die Klicker haben einen der Aspekte, die ich am meisten hasse in Spielen. Unser One-Shot-Gegner. Das ist derselbe Grund, und auch halt, weil es ein Kindheitsspiel ist, weshalb ich mich immer noch sträube, Resi 5 zu spielen. Egal wie sehr ich es liebe. Aber in Resi 5 weiß ich wenigstens selber auswendig, wo die vier sind. Hier traue ich mich schon gar nicht zu entsneaken, Alter, weil ich immer denke, ich weiß nicht, wie die hier sind. Das Haus hier ist auch ein Easter Egg, eine Referenz. Das Haus selber oder? Das Haus und der Garten hier. Ah, das ist eine Referenz an, genau, mit Clementine.
wo sie auf dem Baumhaus war. Ja. Ich habe sogar gedacht, ich überlege mir so Referenz. Zombies, Baumhaus, ja. Clementine. Das Telltale The Walking Dead, das Original, ist ja sogar ein Jahr älter wie The Last of Us. Das kam ja 2012 raus. Oh. Auch krass, wenn man mal so überlegt. Sehr krass. Ja, gleichzeitig auch schade, dass es nie weiter erzählt wurde. Final Season war ja das letzte. Ja. Könnte man fast schon aus dem Namen nehmen. Aber ja. Aber die haben ja, danach weiß. Bücher, haben sie, Comics und so haben sie weitergemacht, wo die Geschichte von Clementine weitererzählt hat. Das haben die Leute nicht gut aufgenommen. Ja, das kann man sich denken. Wenn auf einmal die Erzählweise komplett umgekrempelt wird. Okay, wir sind sicher. Ja, bitte, du hast eine geile Spielereihe und dann changen die einfach auf Bücher, Digga, wo kein Schwanz Bock drauf hat. Einer wurde gebissen. Ja. Nein, alles klar. Ja, zum Beispiel, das finde ich ja bei Five Nights at Freddy's auch lustig. Bücher sind ein sehr beliebter Teil, also die sind jetzt nicht von meinem Wissensstand her negativ aufgenommen. Aber das Ding ist, ein Großteil der Community hat halt keinen Bock, Bücher zu lesen. Ja, lieber zocken, oder? Ja, die meisten, wie ich zum Beispiel, schauen sich dann einfach YouTuber an, die das dann halt erzählen, was passiert ist und das zusammenfassen. Du kannst sie auch normal laufen. Wir sind keine Viecher. Okay. Es gibt, glaube ich, mittlerweile irgendwie 8 Bücher oder so, fast. Keine Schule, keine House of Gambler. Das ist voll traurig, das ist auch am Tag gewesen, wo das alles ausgebrochen ist, hat er das dokumentiert, die Tage. Und später haben sie dann den Hund aus dem Haushalt zurückgelassen, haben sie dann freigelassen, weil er nicht mit durfte. Nicht jetzt, Dally. Okay. Er hat den Hund einfach gestreichelt, ja. Und Tante Karen. Ja, gehört in die freie Natur, schon klar. Ja, das Kind hat ihn einfach schon durchschaut. Sagt einfach, die schreibt auch die ganze Zeit rein, dass sie ihm nicht glaubt, Digga. Dass sie bald zurückkehren werden. Eieiei. Die Kinder sind ganz schön schlau, muss man hier mal sagen, ne? Also. Ja. Holy shit, Alter. Ja, Pfeile sind in beiden Teilen so ein Luxusgut. Ja, das ist halt das gefühlt das Beste, was du in so einer Apokalypse haben kannst. Ein gescheiter Bogen mit vielen Pfeilen. Part 2 kriegst du dann später auch noch eine schaltgedämpfte Maschinenpistole. Na los. Oh. Cool. Da hinten sind okay, tatsächlich mal nicht Klicker. Hier kommen nur Runner. In der Area. Digga, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, Digga. Ich bin so gewohnt an blinde Gegner, Alter. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht gesehen werde. Tja, jetzt ist 2 Stück in einem Bus verschwunden. Was soll denn der Scheiß? Das ist auch nicht so eine ganz leichte Stelle. Weil hier links sehen die zwei sich immer wieder, wenn die sich kreuzen. Das muss alles abtäumen. Mensch. Das ist ja bei Ellie im zweiten Teil auch geil, wenn die Takedowns macht im Stealth. Die tut halt die direkt abstechen, weil die hat ihr Springmesser. Hm. Oh.
mir schlecht. Und jetzt hat er mit dem Stein drauf gehauen. Einen Schlag kassiert. Joels große Brust steckt es weg. Ja, die Runners sind in Ordnung. Die sind nicht so gefährlich. Ich finde halt das Kämpfen, das fühlt sich halt irgendwie lustig an. Das erinnert mich an Uncharted immer. Ja. Weil man kann hier halt sehr schön einfach hin und her boxen mitten im Kampf. Ja, das ist dasselbe Entwicklerstudio. Das merkt man ja, auch. Die Doc. Ja, die Engine und so. Bewegung. Aber kann man nichts. Kann man sich hier nicht beschweren. Ja, das geht jetzt hier ab. Alter. Jetzt muss ich mal kurz hier eine Strategie ausdenken. Ich will jetzt doch mal bitte schießen jetzt, ja. Bill, schieß doch mal. Ja, das war jetzt nicht sehr schön. Nimm lieber das Medikit. Kommen nämlich noch einige mehr. Er schaut nur auf den Lebensball. Dann denkt sich nur, oh nein. Ja, wahrscheinlich auch gleich ins Fertigen, oder? Ja. Wird auf Abruf sein. Sehr voll. Mach mal ein Medikit. Oder mach zwei und dann ein Molotow. Mhm. Ah, ja. Weil einen Molotow sollten wir jetzt dann noch usen, wenn wir beim Bloater sind. Er sieht das Leben und denkt sich nur, oh nein. Ich hab bei Real Talk nur das Leben gerade geschaut, ne? Jetzt ohne Scheiß. Ich weiß. Ja, Digga, ich wollte es nicht rumballern wie ein Opfer. Das dachte ich mir. Das ist auch alles machbar. Es gibt eigentlich so eine relativ gute Taktik. Schau mal nach links. Der Buster. Wenn du da hochkletterst, kommen die immer nur einzeln hoch. Und dann kannst du die alle schön wegklatschen. Und die fliegen dann auch immer runter und sind dann meistens auch instant direkt ausgenockt. Ja, relativ gute Stelle. Ich habe extra gehofft, dass ich ein bisschen rumrenne und das Bild dann mal anfängt zu schießen, aber die Drecksau hat ja gar nichts gemacht. Jetzt nee, das haben sie manchmal mit Absicht gemacht. Das war ja so zu einfach ein bisschen. Ja, aber ein bisschen schießen hätte er können. Also. Ja, habe ich halt den Bud Spencer gemacht, mich einmal ein bisschen durchgeboxt, aber habe halt auch ein bisschen kassiert. Ich glaube, hier war jeder ein Mülltonne, den man bewegen musste, oder? Du musst auf den Bus hoch. Du musst die Ellie da hochbringen. Ah. Auf den hinteren Teil. Da ist der Verband noch am Arm. Sei vorsichtig da. Danke, Bill. Ich sollte vielleicht so eine große Waffe wechseln, oder? Im Bogen, weil wenn jetzt dann die Bloater kommen. Also der Bloater. Jetzt kommt erstmal nochmal eine Passage mit, ich Stealth. Glaube, zwei Klicker und ein paar Runner, stealth-mäßig, ja. Oder halt im Kampf siehst du, ja. Wie du halt durchkommst. Bevorzugt den Stealth. Und in der Turnhalle gibt's dann den Bossfight. Das weiß ich ja nicht. Sie kommen. Schnell jetzt, Kleine. Okay, links. Muss dann irgendwann. Komplett durch, dann rechts. Weiter, 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 genau. Und da am Fenster. Das Fenster habe ich sogar noch im Kopf gehabt. Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen. Los, Bill! Ich hab's! Durch das Fenster! Schnell! Joe!
Nein! Hier kann der Viech natürlich eine mit dem Ellenbogen geben. Ja, weißt, Elliot hat so den Vorteil, die braucht keine Angst haben, einmal irgendwie random erwischt zu werden, weil sie immun ist. Ja. Sie kann da halt ein bisschen offener in den Kampf gehen. Aber sie ist halt auch nicht unsterblich. Also wenn dir jetzt einer von denen in den Hals beißen tut und reißt dir die Ader raus, dann bist du trotzdem im Arsch. Ja, das sieht man ja im zweiten. Oder sogar hier, glaube ich, geht es auch sogar, wenn du später verkackst. Ja, einer der geilsten Tote, was du haben kannst, ist beim Bloater, wenn er dich packen tut und dein Maul aufreißen tut. Ja. Der, das ist so ein heftiger Tod, Alter. Wenn er dir ins Maul fingert mit beiden Händen und dann, ja, und dann reißt er dir deinen Schädel auf. Und wie er dabei noch schreien tut, Alter, das ist so ein heftiger Tod. Ja. Aber die Wichser tun genau dann den Cut setzen, bevor es richtig gormäßig wird. Dass er hier eine durch den Gang zappelt, gefällt mir gar nicht, wenn er der Klicker in der Nähe ist. Über dir ist auch noch einer. Die hockt oben, die kommt erst runter, wenn du hier Alarm machst. Mhm. Also ein Klicker noch oder eine Runner? Ein Runner. Okay, die Klicker. Ah, es läuft ein Kreis. Ich denke, jetzt kann ich die gleich packen hier. Diese Takedowns, das ist ja das, was ich so meinte, so die Takedowns mit anzusehen, ich finde es immer so schlimm teilweise. Überleg mal, realistisch gesehen, wenn Joel es einmal abrutscht und mit dem Arm vor das Viech sein Maul kommt, ist er tot, hat er verloren. Ja. Es wäre irgendwie was, wenn er die mit einem Schlag von hinten ausnockt oder so, aber er wirkt die ja am Hals. Einmal abrutschen, zack, bis daneben. Bei der Sache wäre es gut, irgendwie eine Lederjacke oder so zu haben, wo sie nicht durchbeißen können. Ja. Ja, dann muss ich tot knüppeln, das ist nicht gut. Ja, das muss halt aufpassen, dann lass ein Zimmer rechts und noch mehr. Oben ist noch einer und ein Klicker kommt hinten auch nochmal. Notfalls rotzt du den hinter dir einfach mit dem Pfeil weg. Hoch kommst du nicht. Ich sehe die Trümmer. Das schaffst du schon. So lächerlich. Boah, Bill! Kann das Bill nochmal machen? Der Runner ist jetzt abfuck. Bill hat G-Body blockt. Oh, das ist das Schlimmste bei den Klickern. Immer dieser One-Shot, dass du gleich weg bist. Ja, wie gesagt, das hasse ich. Deswegen spiele ich zum Beispiel auch Hossis, Village nicht gerne. Nee, das war ja nicht Village. Das war nicht One-Shot. Die mit den Insekten meine ich, aber die 5, das meine ich. Ja, wie gesagt, am besten ist, dass du den hier rechts als erstes wegmachst, weil der stresst. Ja, ich habe vorhin gedacht, dass ich den Zombie von der Deckung um die Ecke packen könnte, aber es geht bei den Zombie einfach gar nicht. What the fuck? Hä? Das ist uncool. Ohne Haut. Da kommt der andere Klicker. Wieso wurde ich jetzt entdeckt? Ich war doch in der Kiste. Jetzt haben wir die gar nicht gesehen.
Nico, jetzt geht's los, jetzt kommt der Punkt, wo das Spiel anfängt zu bescheißen. Jetzt kommt der Punkt, wo die Tote richtig anfangen, Alter. Nee, jetzt kommt der Punkt, wo das Spiel anfängt wortwörtlich zu bescheißen, Digga, was war denn das? Weil dann Vorsprung ist, wo ich drauf gestanden bin. Scheiß auf den Bogen, nimm lieber die Schrotflinte, lauf! Das schaffst du nicht. Okay. Dort. Dort, 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 dort. Oh, da kommen noch mehr! Und Bill braucht Hilfe! Ich glaub, Bill kann mich gleich am Arsch lecken, Alter. Jetzt wäre das zweite Waffenholster gut für die Gewehre. Oh mein Gott. Oh! Ah! Ah, aber nicht. Ich lebe sogar noch. Willst du mich jetzt verarschen? Ja, zwei Headshots muss man hingeben. Die haben erst so einen Schutz vom Pilz drauf. High-Wound und so, weißt du? So, da ich hier auf gar keinen Fall. Ja, pass auf. Da ist eine kleine Anhöhung links in der Ecke. Und wegen dem scheiß Teil da, wegen dem kleinen Kackehaufen da vorne, zieht mich der Zombie. Der zum zweiten Mal. Meine Fresse. Ich schau den kleinen Trümmerhaufen da an, wo die Mücken fliegen. Verpiss dich, Bill. Okay, muss ich sofort finishen. Das hören die sonst. Auch gut zu wissen. Bill hat den anderen einfach wieder gefinisht. Oh, Nikos, sein Herz blutet. Das hört man in der Stille. Das geht. Wird alles sehen, wie die Ressourcen so verloren gehen. Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Willst du mich jetzt verarschen? Das Schlimme ist, in den Gang hinten kommen nochmal drei Stück. Ja, ich spiele die Stellen halt hier so, ich rotze halt direkt die Klicker immer weg mit dem Pfeilen oder so. Weil wenn die weg sind, die anderen kannst du halt alle easy wegboxen. Ich denke halt, die werden gerade die ganze Zeit nicht. Oh, die anderen kannst du jetzt boxen. Die sind ja nicht so schlimm. Aber ich wieder nicht verstehe, wie ich jetzt wieder direkt entdeckt wird. Ja, das ist. Manchmal sind sie ganz aufmerksam. Das ist in Erbarmungslos noch schlimmer. Digga, das ist blanker Beschiss. Blinden Viecher sehen auf einmal gefühlt. Okay, weiter geht's. Aber da war auch, glaube ich, auch ein Schokoriegel, ja. Bisschen rein. Schokoriegel. Da können wir lang. Den Flur runter.
ist jetzt auch noch genau in die Richtung auf. Ja, aber die sind eigentlich kein Problem. Das ist ja auch hier genug zum Werfen und alles. Bin einer von ihnen. Frag nicht, wie ich da jetzt nicht gesehen wurde. Scheiße. Gleicher Longdong. Ja gut, der kann's wegklatschen. Easy peasy. Also ganz ehrlich, ich hätte überhaupt keinen Bock auf so einen Kinnhaken von Joel, ne? Die haben ja richtig Impact, die Dinger, Alter. Boah, voll gegen die Wand mit dem Kopf. Oh mein Gott. Guck ihn die an, Alter. Oh je, genau. Ey, mein Leben, der Lebensbalken tut mir schon wieder so weh, ne? Ja, aber das ist jetzt dein erstes Mal, ist das jetzt wieder mal. Ich will keine 15 Minuten, Alter. Ein Medikit weg und halber Lebensbalken schon wieder. Eieiei. Aber das war blanker Beschiss, ich sag's dir. Vorne der Bild gebodyblockt, Alter. Der Kothaufen hat mich leicht angehoben. Deswegen hat mich das Viech vorne gesehen. Eieiei. Die ganzen Wichser haben keine Schokoriegel im Schrank. In ihren Fächern. Unglaublich, ja. Wenn man mal überlegen tut. Das ist doch jetzt die Sporthalle, oder? Yes. Shotgun. Ich hab so keinen Bock, ne? Ja, mach erstmal First Strike, falls du verrecken solltest, dann gebe ich Tipps. Das Schlimme ist halt, du hast halt nicht nur den Bloater, da kommen auch immer zwei, drei Runner gleichzeitig mit dazu. Das ist ja. Und der werft auch die ganze Zeit diese Gasbildchen, was der hat. Ja. Auf die Szene habe ich ja keinen Bock, nicht mal weil es Ding schwer ist, sondern weil es halt die Szene ist, die mir auf den Sack geht. Das ist eine der ikonischsten Szenen hier auch, mit dem Bloater. Ja, der Sporthalle. Bock auf das Haus. Ellie, in Deckung! Ich mach das! Das juckt denn überhaupt nicht. Wie so eine Steinwand, Alter. Ja. Du willst mir das sagen, dass die Bombe mich gerade weggebomst hat in ein Ding? Ja, ich glaube, eine Bombe macht, glaube ich, zwei ganze Balken weg. Und wenn du drin stehen bleibst, kriegst du auch noch Schaden, was richtig reinkickt. Mhm. Du hörst es, jetzt werft er wieder, du musst dich bewegen. Der macht immer so. Ja. Dann wirft er immer. Und jetzt will er stürmen, da bist du auch One-Shot weg. Ja, na klar. Man kann ja auf sich eigentlich nur drauf schießen, ne? Also. Ja, also. Ich habe vorhin gemeint, ein Moli ist ganz gut. Moli. Einen Moli würde ich ihn drücken. Boah! Er wirft. Das Spiel sagt mir das jetzt sogar. Halt dich fern. Alles gut. Learning by doing. Ja. Wie gesagt, vergiss das Moli nicht. Ich vergesse gar nichts. Das beste Gedächtnis hier. Der wirft. Ich hasse es. Ich sag dir einfach, wenn er werfen tut, weil das höre ich immer. Hab ich ja schon 50.000 Mal gehört. Ich kenne das Geräusch in- und auswendig. Er wirft. Okay, der hat irgendwie Muni gedroppt. Wie wenn das Gast ist. Ah.
Fischen. Er wirft. Du musst eigentlich nur immer um die Dinger trainen. Sehr gut. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Ja, für das erste Mal jetzt ist es schon okay gewesen. Was war das für ein großer Tor? Da hat auch was getroppt. Er ist schon sehr lange infiziert. Wow, oh, sechs Schuss auch noch. Voll, okay. Deine Zombie hat vorhin vier Schuss auch noch getroppt, ne? Wunderschön. Ja. Bisschen Pistolenmuni weg, bisschen Mac. Ich glaube, zwei Schaufelkugeln habe ich geballert. Ja, und das Muni haben wir gespart. Ja, bin halt ein geiler Typ, ne? Oh, das sind auch nochmal zwei. Dann stell dir das mal noch auf Erbarmungslos vor Ort mit Permadeath. Weißt du, wie dir der Arsch auf Grundeis da geht? Ja, na klar. Das ist der reinste Horror. Du, kein anderes Spiel hast du dann wirklich. Gut, bei DayZ könnte man es noch ein bisschen vergleichen, wenn man sterben tut, Loot weg oder sowas. Aber hier, wenn du verrecken tust, Digga, das ist. Du musst wieder komplett von vorne anfangen. Das meine auch wie bei DayZ, klar, aber Digga, immer und immer wieder das Spiel von vorne. Du kennst alles, immer wieder musst du von vorne. Ja, an jedem Punkt kannst du verrecken. Das Einzige, was du halt wirklich dabei lernen musst, ist halt, du studierst das Spiel. Du lernst immer wieder dazu, da sind Gegner, da stehen die, da laufen die, da muss ich das machen, das muss ich anders da machen. Okay, gehen wir. Ja. Das ist das, was ich schon irgendwie geil finde. Und ich mach das hier halt auf nackter Basis jetzt, ja. Ja, und du machst das jetzt first try nach Jahren. Joel, hinter dir! Ah, jetzt musst du die zwei noch da wegschlagen. Oder drei sind's. Zwei sind's, glaube ich. Die sind easy. Ja, drei sind's doch. Noch einer. Boah. Alter, wie die immer mit dem Kopf immer irgendwo gegenknallen, Digga. Der hat sich safe das Genick noch gleichzeitig gebrochen, so wie der da liegen wird. Schildbasis braucht am Hinterkopf, Digga. Ich hab das gerade ein bisschen genossen, ne? Du hast gesehen, wie lange sie mich geschlagen hab. Ich hab das ein bisschen, ich hab die Schläge ein bisschen ziehen lassen, bevor. Ja, aber die Szene war jetzt heavy, die Schule, hä? Mit den ganzen Viechern, Alter. Ja. Ja, gut. Wie gesagt, das eine Mal, Bill hat mich gebodyblockt. Das war halt schon. Ja, damit cool. Musst du noch öfters rechnen, dass sowas passieren kann. Das ist mir selber schon oft passiert. Ja. Und ich hab das gar nicht gecheckt. Ich bin ja zweimal entdeckt worden. Weil ich auf dieser Anhöhung von Zombie gesehen wurde durch die Deckung. Weil da war ja so ein kleiner Schutthaufen, weil ich auf den drauf war, hat der Zombie mich über die Deckung gesehen. Und das habe ich irgendwie gar nicht erst realisiert, richtig. Zum Glück sind die Infizierten so dumm. Ja, ja, aber sonst ging's. Wo die ersten weg waren und dann noch die aus dem Gang gekommen sind, die sechs Viecher da. Ging's. Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C, komplett bis Z. Und überhaupt, sagt Tess, sie kann sich den Job... Lass gefälligst Tess da raus! Das hat nichts mit! Scheiße. Frank. Kennst du etwa diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen.
Das sind Bisse. Hier und... Er wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also... Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus. Die Batterie ist leer, aber die Zellen sind noch okay. Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Das habe ich auch mal versucht, ne? Mein Auto ist jetzt schon einmal leer gegangen, weil ich das Licht nicht ausgeschalten habe. Ja. Und unsere Straße ist ja leicht hügelig. Oh Gott. Habe ich wirklich versucht, am Straßenrand ein, zwei Parkplätze weiterzurollen. In der Hoffnung, dass wenn ich dann zünden tue, dass das Auto vielleicht doch... Alter, warte, guck dich um. Maus. Das ist auch noch was. Du solltest das Haus durchsuchen. Hier gibt's bestimmt noch was. Gute Idee. Hat das Spiel sogar gerade noch gewarnt, ich konnte ja nicht direkt rangehen, Alter. Ich lass es dich wissen. Der ist schon eine Weile tot. Alter, hier. Alter, wie ist das? Wie sie das gemodelt haben, Alter. Was ist das, ja? Alter, ei, ei. Das ist echt krass gemacht. Steht nur bei dem Flasche im Boden. Ah, oh, und den Brief kannst du dann gleich Bill geben. Da steht nicht so gute Sachen drin. Oh. Besser als noch einen Tag mit dir zu verbringen. Ja, im Spiel ist es deutlich härter. Also in der Serie waren sie halt wirklich so richtig ein Liebespaar. Hier haben sie diese, also zumindest Frank hat sie nicht so gemocht. Ja. Hat er ja gerade deutlich gemacht. Das ist auch so eine freche Stelle mit dem Collectible, was du gerade eingesammelt hast. Jetzt gehen wir zum Bill hin. Und gib ihnen mal den Zettel. Bereit. Will ich, ja. Hab das gefunden. Der nimmt nämlich jetzt den Zettel, lest ihn durch, zerknüllt ihn und schmeißt ihn weg und du musst es nochmal aufheben. Hä? Und das haben wahrscheinlich 99% aller Spieler nicht getan. Inklusive mir. Da, er werft ihn jetzt weg. Und den kannst du jetzt auf der anderen Seite wieder einsammeln. Ja, die kann ich auch nochmal reden. Das haben die richtig frech gemacht, Alter. Ja, dass du auch an ihn nicht vorbeilaufen kannst. Du musst halt wirklich einen Brief fest aufnehmen. Und jetzt ist er auch richtig zerknüllt, also das Detail haben sie schon cool gemacht. Ja, da heißt jetzt auch eine zerknüllte Notiz. Kommst du damit klar? Du schlägst dich ganz gut. Das solltest du wissen. Und schaut wieder nicht dazu, ja. Okay. Ja. Hoffe ich doch. Sein Abenteuer schweißt zusammen. Ja, auf diese nächste Szene kein Bock. Ich weiß, dass jetzt kommt. Und es gefällt mir nicht. Okay, Bill, dann los. Wir haben jetzt so viel Schrotflintenmunition, wenn die Klicker kommen, rotzt die einfach mit der Schrotflinte weg. Mach ich selber auch immer so. Und die Runner kannst du wegklatschen. Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Das wird trotzdem widerlich, weil du musst schnell sein. Lass sie kommen. Woher bist du? Weißt du was? Mir egal. Versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt gib Gas. Gib Gas.
irgendwo da vorne kannst du rechts an der Auto, glaube ich, einen Baseballschläger oder Schrotflintenmunition, was das war. Links. Oh, so geil, wie es dir zerfetzen wird. Boah. Alles easy. Ja, da vorne ist ein Polizeiwagen rechts. Ja. Da ist, glaube ich, ein Baseballschläger. Ich glaube, eine Schrotflinte ist da dran. Ja, Schrotflinte. Jetzt kommen sie rechts. Oh! Oh! Alter, wo ist gerade das ganze Leben hin? Was ist gerade passiert? Boah, dich gepackt hat, hast du gerade so viel Leben verloren. Alter, wie OP ist denn das? Ich habe gerade sogar in seine Richtung gehalten, ne? Ich wollte den Hau dir vielleicht ein Medikit rein, bevor du weiter schiebst. Wirst du es nochmal? Ich habe gerade sogar in seine Richtung gehalten, dass ich ihm noch mal eine Box auf einmal packt, nämlich ich bin vorbei dort. Ja, schlimm ist, wenn die halt in so eine Horde kommen, Digga. Und dann neiboxen wirst, Alter, die gangbang dich. Der wollte gerade schon wieder packen, ich hab's genau gesehen. Oh, da kommt ein Klicker. Ja, das ist nicht gut. Das gefällt mir gar nicht, weil ich eigentlich mag ich es, die Tanz zu boxen, aber man kommt dann halt nicht mehr weg, wenn man schon in der Combo ist. Wir schieben ihn auf die Kuppe. Das Beste ist, wenn du erstmal ein bisschen zurücklaufen musst. Dann brennen sie sich ein bisschen, dann geht einer vielleicht zu Bill. Du kannst einzeln da rauspicken. Was siehst du jetzt? Geht der auf ihn los? Bill macht die gerade, jetzt kannst du den wegboxen. Ja, der Bill, Alter. Terminator. Jetzt kannst du die auch noch wegklatschen. Klicker kommt. Ja. Ist aber rumzappeln, ne? Der geht aber zu Bill, glaube ich. Stopp, ja. Doch, du Bastard! Herrlich. Schädel weggeschossen, Alter. Monarchen. Monarchen. Meisch. Markus Munition. Oh Gott, Alter! Das ist mir noch nie passiert, dass Ellie sogar angegriffen wird. Kommt da einfach random nochmal irgendwo rausgeschissen. Ich zu lange gebraucht, aber ich wollte noch schauen, ob da noch was liegt. Links wieder. Hast du das? Könnten sich schon wieder rumzappeln, den Scheißklicker. Bill, lauf doch nicht, kämpf längs ab. Okay, das ist nochmal ein One-Arm. Pissig. Oh, Ellie! I see. Alter, geht es schnell. Oh. Böser Bub. Bill. Bleib, wo du bist! Das ist so geil gemacht. Jetzt haben wir es aber doch gleich, oder? Ja, jetzt musst du gleich nur noch den Wagen hinterher rennen und draufspringen. Das kommt jetzt da. Jetzt hinterher rennen direkt. Komplett durchziehen. Da kämpfen will ich jetzt nicht. Wie hört sich das an? Oh! Sie. Ja, ohne Medikit, Alter. Digga, die gerade Schäppisch angeschalten, was macht die? Oder sind es diese scheiß amerikanischen Autos, die da ja irgendwie mit dem Hebel was machen? Schmott! Schmott! Sechs Autos.
denke mir gerade, Alter, das ist ja bei uns Ding. Okay. Scheibenwischer. Scheibenwischer, Scheinwerfer hier auch. Ne, das ist links. Links, genau. Also das Fernlicht ist links. Licht ist meistens nochmal ein extra. Ja, ich meine generell an die Schalter halt. Ja. Fernlicht und so. Blinker sind links. Und rechts Scheibenwischer. Tja, und das war Bills Auftritt. Was ist das? Kaum zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Bill, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Einsamer Mann, der gute Bill. Und verbittert. Ja. Aber er ist nicht der Einzige. So viele Pillen hier auf dem Feld, Digga. Können wir alle nicht aufsammeln. Oh Mann. Hey, du solltest doch schlafen. Okay. Ich weiß, es sieht nicht so aus, aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Wo hast du das denn her? Bill? Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, hier. Na, weg das Erinnerung? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Na, besser als nicht. Oh, das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Oh. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow. Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem... Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh, warum kleben die zusammen? Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann. Stell dir vor, du läufst nach Pittsburgh, schaust dich hier um, was du findest. Du findest dann einfach so ein Männermagazin da. Hardman! Die aneinander kleben. Warum schläfst du, Champions? Okay. Bin ich mal müde. Das sind halt Kinder, ne? Also, ich bin nicht mal müde. 5 Minuten später? Ja. Und an dieser Stelle hätten wir uns mal lieber gewünscht, umzudrehen, statt in die Stadt zu fahren. Das ist ein großer Fehler, da runterzufahren. Fehler, den wir jetzt dann ausbauen dürfen. Ja, jetzt kommen die Hunter. Schnall dich an, Ellie. Oh, und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Ja, aber Ding, Joel ist nicht doof da, das ist schon gecheckt direkt. Oh, so eine geile Szene. Aber auch so übertrieben schwer, wenn du das auf Erbarmungslos spielst und permadeath. Komm raus, schnell! Ja, ich hab auch die Zähne. Lass mich los, du blöder Sack! Digga, dieser Blick, Alter! Boah! Scheiße! Oh!
Boah! Du Scheiße, ich feiere das immer wieder. Ja, das ist brutal, das ist halt schön, ne? Das ist halt Kunst. Oh, fuck, Digga. Ja, hier musst du jetzt gute Schüsse machen. Pass auf, du wirst schnell von links flankiert. Ja, genau. Links, links, links. Alter. Boah. Der hat gesessen, Alter. Jetzt werde ich mich mal wirklich heilen. Gib mir Deckung. Hab ich genau gesehen, du Peach. Und ich sehe ich auch. Schau, wie sie gleich den Kopf wieder wegzücken. Ich glaube, der letzte jetzt, ja. Da kommt noch mehr. Da kommt gleich noch eine zweite Welle. Ich glaube, rechts im Laden ist auch wieder einer reingerannt. Bleib cool, Mann. Ja, da war vorher noch einer drin. Digga, wie die Glasspieler noch in sein. Alter, das habe ich auch nur nicht so gesehen. Junge, wie die noch in seinen Kopf drinne hängen, Alter. Ja. Das Schöne ist am Boden. Das war nur normaler Stock. Da links! Pass auf, irgendeiner von denen hat eine Schrotflinte. Der one-hit dir die Seele aus dem Leib. Das denke ich mir. Oh, in den Hals, Junge! Wie das Blut gleich rausgespritzt ist. Wie auch direkt one-hit war. Oh. Huhu. Der hat, glaube ich, die Pumpgun. Ja, das ist der mit der Pumpgun. Wow. Oh Gott. Ich habe gedacht, ich könnte schnell genug ziehen, aber... Er war schneller. Er hat halt mit Re-Aimed, ne? Sehr gut. Links wieder aufpassen, dann kommt wieder der mit dem Brett gleich. So schön. Oh. Der rechte war der mit der Schrotflinte. Oh, und links kommt auch noch einer. Oh. Oh. Der hat daneben geschossen, Alter. Und doch. Ich auch. Ich hab auch daneben geschossen. Okay, okay. Hat direkt gemerkt, der zweite Versuch war direkt besser. Ja, wenn wir das Schwanken dann fertig haben, komplett durchgeskillt haben, ist es noch besser. Was das für ein Pain ist, Alter, den Kopf so dagegen schlagen bekommen, Alter. Das ist, glaube ich, der ganz links wieder, der mit der Schrotflinte. Mhm. Ja, wie er wieder taugt. Nee, das war die Pistole. Jetzt krieg ich Angst. Wo ist er? Geh hinter die Theke, geh ein bisschen in die Theke einfach. Irgendwo muss er sein. Das ist der mit dem Brett. Da muss irgendwo rechts der mit der Schrotflinte sein. Verdammt. Hast du noch was zu werfen? Ja. Da, ne, das ist der auch nicht. Wo ist der mit der Schrotflinte, Digga? Der ist weg. Ist
der Pumpgun-Hurensohn. Hä? Jo, was hin? Gar nicht geworfen. Oh, er schießt schon wieder, lauf! Ah! Du miese Drecksau! Ellie, mach was! Komm raus, oh Gott. Du Mistkerl! Der will deine Pupirze. Guck ihn mal an, wie er laufen tut, Alter. Jetzt hat er dich verloren. Alter, wenn er sich jetzt umgedreht hätte, dann hätte er direkt instant einen Schuss gegeben. Das wäre jetzt echt heftig gewesen. Zu Turn da passt halt aber nix. Okay. Ich glaube, das war der letzte. Huh. Okay. Ich denke, ein paar Pistolenkugeln, ein Tausch gegen ein paar. Die Standardpistole taugt denen viel. Ja. Aber die Schüsse, die waren schön, Alter. Headshot-Brot und so. Ja, da waren ein paar gute dabei. Aber die im vorigen Versuch waren besser. Ah, aber jetzt kannst du mir mal zeigen, wie mächtig er ist. Mal schauen, ist hier noch irgendwas? Ja, das ist eine schlimme Stelle. Ja, es ging. Jetzt, wo ich wusste, was für Gegner wo kommen. Ja. Das macht halt schon Spaß, am Anfang direkt wieder bis Tode da ein, zwei rauszuholen, Alter. Ja, das ist halt ziemlich vorteilhaft, dass da gleich welche weg sind. Mhm. Alright, das war eine weitere Folge The Last of Us Part 1 im Koop Let's Play. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin, haut rein. Euer Oldgamer YouTube und Teuronymus, Grexus, Rexus. Arrivederci.